Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich meine Monatsfavoriten für den April für euch. Es ist zwar schon Mitte Mai, aber, oder gerade deswegen wird es höchste Zeit, dass ich sie euch zeige. Ich habe auch ein paar Flops mit dabei, wie immer. Und wenn euch das interessiert, was ich besonders gern gemocht habe im zurückliegenden Monat, dann bleibt doch einfach dran, wir switchen um und es geht gleich los. Ja, hier sitze ich nun, Mitte Mai. Es hat vorher einfach nicht geklappt. Ich habe mein Notizbuch dabei. Ich schreibe über den Monat immer ganz gerne, so wenn ich einen Favoriten habe, den auf. Aber es ist dann schon auch schwierig, das nachher in eine Form zu bringen und dann nochmal durchzusieben und zu sagen, das war wirklich ein Favorit oder das war mehr so lala, das ist jetzt keine Erwähnung wert. Ich habe, wie gesagt, auch ein paar Flops mit dabei und dann gehen wir doch einfach mal durch. Ich habe es ein bisschen kategorisiert in Pflege, in dekorative Kosmetik und ein bisschen Unterhaltung. Mehr habe ich diesen Monat eigentlich gar nicht. Und es ist echt schwierig zu gucken, dass ich euch nicht noch die Favoriten von diesem Monat schon mit reinpacke, weil das ist natürlich viel präsenter als der letzte Monat. Aber wir fangen einfach mal an. Bei der Pflege. Ich habe auch echt gesucht. Ich habe auch nicht mehr alles da, dass ich es euch wirklich in die Kamera zeigen kann. Aber ihr habt es im Aufgebraucht gesehen, im Aufgebraucht und aussortiert, das feste Shampoo von Ghoul, was ich mir erst kürzlich gekauft habe. Ich habe es aussortiert, weil ich habe davon Kopfhautjucken bekommen und ich habe mir mein Alverde wieder dazu geholt. Das ist das Alverde feste Shampoo. Ich sitze heute ein bisschen weiter weg. Ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Das kann ich jetzt im Display nicht so genau sehen, weil Blindfisch und weit weg und kleines Display. Das ist das feste Shampoo mit Mandarine und Basilikumduft. Ich liebe das. Das ist schon die zweite Packung. Das hält bei mir auch ewig, weil ich zwischendurch auch doch noch immer mal ein anderes Shampoo benutze von Elvital, das Purple Shampoo zum Beispiel. Aber das ist so mein Go-To und das nehme ich auch mit auf Reisen und ich liebe es. Und da habe ich mir gesagt, never touch a running system, ich probiere da nicht mehr aus. Warum auch? Wenn ich damit gut zurechtkomme, warum soll ich es austauschen? Ich habe immer noch Corona-Frise, sie ist auch heute nicht wirklich frisiert. Aber wenn ich darauf jetzt noch warte, wird das heute auch wieder nichts. Ne? Deswegen habe ich gedacht, ich setze mich mal hin. Also das ist wirklich eine Empfehlung, schaut euch das mal an. Ich habe neulich, als ich mir das nachgekauft habe, irgendwas erzählt, dass es jetzt auch noch eine dritte Variante gibt. Es gibt nämlich noch ein Shampoo mit Kokos und das mit Mandel, was ich dachte, wäre die dritte Variante, ist eine Spülung, eine feste Spülung. Als feste Spülung nutze ich aber von Balea eine, mit der ich auch sehr zufrieden bin. Okay, Shampoo. Ghoul war, wie gesagt, der Flop des Monats. Also das habe ich aussortiert. Das bringt mich auch nicht weiter, wenn ich das weiter benutze. Fürs Gesicht. Das vermutet ihr wahrscheinlich auch schon, wenn ich es euch neulich dann auch in meinem Haul gezeigt habe, beziehungsweise in meinem Aufgebraucht. Von Balea, die Hanftuchmaske. Ich habe jetzt noch mit dieser zusammen zwei hier. Ich habe sie aber schon in meinem Warenkorb wieder drinne, dass ich sie mir nochmal nachbestelle. Es scheint keine Limited Edition zu sein. Das heißt, sie scheint dauerhaft im Sortiment zu sein. Und das war ja mehr so eine Zufallsentdeckung. Weil eigentlich habe ich geguckt nach einer festen Gesichtsreinigung, ähnlich wie das feste Shampoo, nach einer festen Gesichtsreinigung. Und hatte mir damals das mit auf meine Liste gepackt. Die handfeste Gesichtsreinigung von Balea. Und dann habe ich die Tuchmaske irgendwo rumfliegen sehen, wo sie gar nicht hingehörte. Und dann tat sie mir leid und dann habe ich sie mitgenommen. Kann ja nicht schaden, wenn man das schon hat. Und beides sind eine absolute Empfehlung. Es gibt auch noch eine Tagescreme dazu, die mich interessiert. Aber ich habe im Moment noch so viel Tagescremes, die ich erstmal aufbrauchen möchte. Ich glaube, vor Ende des Jahres werde ich dazu nicht kommen. Da habe ich wirklich noch genug liegen. Aber das ist wirklich eine Empfehlung. Das Vlies ist ein bisschen fummelig. Bei der zweiten Maske hat es besser funktioniert als bei der ersten. Aber das Tuch ist auch aus 70% Handfasern und damit hoffentlich ein bisschen besser abbaubar als andere. Machen wir uns nichts vor. Es ist mit der Verpackung schon auch immer noch mal eine Müllsünde. Aber dann sage ich mir, das, was ich hiermit verbreche, das mache ich damit wieder gut. Man muss sich das ja irgendwie schönreden. Die feste Gesichtsreinigung finde ich toll. Ich benutze die abwechselnd mit einem, also einen Abend die feste Gesichtsreinigung und den anderen Abend habe ich ja auch noch andere Gesichtsreinigungsprodukte, die ich am Aufbrauchen bin. Aber mir gefällt die so, so gut. Also
Ich habe ja eine Zwei-Phasen-Reinigung, erzähle ich ja gerne und immer wieder. Ich reinige erst mit einem Öl bzw. mit einem Balsam und mir das ganze Make-up runterzunehmen. Mittlerweile ist es auch so, wenn ich eine wasserfeste Mascara habe, nehme ich mir auch die erstmal runter mit einem Augen-Make-up-Entferner, mit einem Zwei-Phasen-Produkt und dann mit dem Öl die Reste und auch das Make-up und dann gehe ich nochmal mit einem Reinigungsmus oder einem Reinigungsgel oder aber mit dieser festen Gesichtsreinigung rüber. Ich habe die jetzt nicht getestet, ob euch die Mascara runternimmt. Die Reste auf alle Fälle und ihr könnt damit auch super über die Augen gehen. Da brennt nichts. Da brennt wirklich nichts in den Augen. Also ich kann immer nur von mir reden, ne? Also und ich bin bei den Augen schon manchmal ein bisschen empfindlich. Ich habe gesehen, in den letzten Videos ist häufiger zu sehen, dass ich rote Augen habe. Das hängt, glaube ich, ein bisschen mit der Jahreszeit zusammen. Ich glaube, so einen Hauch von Allergie habe ich. Das ist ja auch wieder mit meinem Fließschnupfen im Moment ein bisschen schwieriger. Und aber die ist wirklich toll. Die ist mild formuliert. Die brennt nicht in den Augen. Ich liebe die. Also die kann ich euch nur weiterempfehlen. Feuchtigkeit spenden mit Hanfsamenöl, pH-neutral, sensible Haut. Love it. Also die beiden Produkte sind wirklich toll. Ich merke gerade, dass ich eins vergessen habe, aber das packe ich in die nächsten Monatsfavoriten mit rein. Auch aus der Richtung Pflege. Und vom Gesicht gehen wir mal zu den Füßen. Es wird Sommer, hoffentlich irgendwann mal. Und da sollten wir wieder ein bisschen mehr Hauptaugenmerk auch auf unsere Füße richten, weil jetzt holen wir sie endlich aus den Schuhen wieder raus, gönnen ihnen mehr Luft. Aber ich creme auch, das wisst ihr, den ganzen Winter über meine Füße ein. Und jetzt habe ich eine Fußbutter entdeckt mit Bio-Grapefruit, weil ich mag ja den Duft von Grapefruit und so zitrischen Früchten morgens an den Füßen. Das gibt nochmal so einen frischen Kick. Also wenn man sich die Füße einreibt, ist natürlich dann auch nochmal ein Duft in der Gegend. Und dann mag ich es ungern, dass es eine alte Oma riecht. Und da habe ich mir mal neulich mitgenommen von Altera Naturkosmetik die Fußbutter Bio Grapefruit für trockene Haut. Das ist diese. Eine Fußbutter habe ich noch nie gehabt. Ich habe jetzt eine reichhaltige Fußpflege, das seht ihr im nächsten aufgebraucht, da hatte ich das Gefühl, meine Füße werden trockener. Die sind für den Moment sehr reichhaltig gepflegt, aber über die Dauer trocknen meine Füße aus. Und da bin ich jetzt gerade da wieder dabei, ein normales Klima an meine Füße zu bringen. Und da hilft mir diese Fußbutter. Also die riecht wirklich dezent nach Grapefruit, ist ein bisschen reichhaltiger, lässt sich aber gut auftragen, zieht gut ein. Und ja, das ist das erste Mal, nee, ich hatte schon mal eine Fußbutter, aber das ist schon länger her. Das war die von Balea, von meiner blutorange Minze, da hatte ich noch eine Fußbutter. Und ich mag es eigentlich in der Tube lieber, aber hier geht man dann halt mit den Fingern rein, reibt sich das auf die Füße. Die gefällt mir sehr gut. Die wechsle ich immer ab mit einer leichten Fußcreme. Und auch bei den Füßen, eine kleine Empfehlung, vor der Creme. Ich habe euch ja erzählt, dass ich, also diese Fußmasken haben ja dieses Jahr überhaupt nichts bei mir gebracht. Ne? Ich habe ja zweimal diese Balea-Fußmaske gemacht. Es hat gar nichts gebracht. Ich finde jetzt allerdings auch nicht meine Happy Feet, glaube ich. Die finde ich auch nicht, aber ich bin zwischenzeitlich auf was anderes gekommen. Ich habe ja sonst normalerweise dann diesen Roller von Scholl, diesen Hornhautroller, der so Bimsstein belegt ist, das funktioniert ja auch ganz gut. Aber ich glaube, Mama Co. hat das mal in die Kamera gehalten und dann war es lange Zeit nicht verfügbar und dann hatte ich das immer auf der Wunschliste und jetzt habe ich es mir geholt von Nails Inc. London. So ist das Original verpackt und ich hatte erst gedacht, das wäre auch elektrisch, ist es aber nicht. Das ist im Prinzip so ein weiterentwickelter Bimsstein. Das sieht man hier so, ne? Also das sieht auch nett aus. Und hat, na Bimsstein will ich nicht sagen, aber es ist wie so eine Oberfläche wie eine Nagelfeile, wie so eine Metallfeile. Da steht jetzt aber auch nichts auf Deutsch drauf. Aber das ist nicht elektrisch oder so, sondern funktioniert wie ein Bimsstein. Und am besten funktioniert es auf trockenen Füßen. Nicht einweichen die Füße, sondern wirklich auf trockenen Füßen. Das holt euch so genial die Hornhaut runter. Ich liebe das Teil. Das ist einfach ein bisschen rubbeln und zack sind die Füße wieder schön. Und gerade jetzt, wenn nachher die Flip-Flop-Zeit anfängt, ne, wird es Zeit, die Füße wirklich wieder ein bisschen mehr zu pflegen. Man sollte sie immer pflegen, aber jetzt zeigen wir sie dann auch. Und das guckt euch mal an, das habe ich bei Amazon gefunden. Schaut mal in die Infobox, ich verlinke euch die Sachen dann auch.
große Liebe seitdem. Ich habe keine Abnutzungserscheinung und das ist auch was, was ich dann auch mal gut mit in Urlaub nehmen kann. Das hat nicht wahnsinnig viel Gewicht. Es ist kein zusätzliches elektrisches Gerät. Das heißt, ihr habt da auch nicht das Problem mit der Spannung und mit den richtigen Steckern und sowas, ne? Sondern das ist einfach eingesteckt. Das kann euch nicht auslaufen. Das ist so genial. Aber das finde ich richtig cool und das ist die Empfehlung, die ich da weitergeben möchte. Das sind meine Monatsfavoriten aus der Rubrik Pflege. Und jetzt kommen wir zu dekorativer Kosmetik. Ich habe etwas, was es nicht mehr gibt, was ich mir aber nochmal auf Lager gelegt habe. Ich weiß nicht, ob ihr es bei Cosmetic for Less vielleicht noch findet. Vielleicht auch bei Catrice direkt. Das Hydrating Prime and Care Spray refreshes the skin with Aloe Vera, Matcha Tea und Panthenol. Dieses Spray. Es gibt auch noch ein oranges. Das ist so ein frische Kick dann nochmal. Aber das liebe ich, dieses Spray. Das habe ich mir auch noch zweimal nachgeholt. Und ich finde es so schade, dass das aus dem Sortiment geht. Ich dachte erst, es wäre neu ins Sortiment gekommen. Nee, es wurde ausgelistet. Und das gebe ich mir quasi unter oder bevor ich meinen Primer auftrage, gebe ich mir das gerne aufs Gesicht. Ich stehe ja sowieso auf Gesichtsspray, ne? Dass ich mag diesen frischen Kick, den das gibt. Und dann spray ich mir das. Man kann das auch wunderbar nochmal drüber sprühen. Es hat einen angenehmen Duft. Sehr zurückhaltend, aber doch beduftet. Und das gebe ich mir dann aufs Gesicht und dann trage ich meinen Primer auf und dann starte ich mit meinem Make-up. Das ist so der erste Schritt. Ich mag das total gerne. Manchmal geht es bei mir auf dem Tisch ein bisschen unter, aber das mag ich total gerne. Wenn es das noch gibt, verlinke ich euch das gerne in der Infobox. Also Cosmetic for Less hat ja manchmal so ausgelistete Sachen noch ein bisschen länger und manchmal bekommt man auch direkt beim Hersteller, beim Anbieter, bei Catrice Online die Sachen noch nach. So, dann haben wir ja einen Full-Face Barborge zusammen gemacht und da war ich sehr angenehm überrascht von den meisten Produkten. Gerade was die Turn-Produkte war. Und zwar habt ihr mir empfohlen, die Mineral Foundation. Ich habe ja so mal so eine Mineral Foundation-Serie gemacht, wo ich euch meine Mineral Foundations vorstelle. Und manchmal ist es ja erstaunlich, was noch eine Mineral Foundation ist, was man so gar nicht auf dem Zettel hatte. Zum Beispiel von Artico. Die habe ich euch in dieser Serie noch nicht vorgestellt. Das benutze ich als ganz normale Puder Foundation. Und dann habt ihr mir empfohlen, die Barbour Mineral Foundation mal auszuprobieren. Und Leute, ich finde, die ist so schön. Das ist von den Mineral Foundations, die ich euch vorgestellt habe, glaube ich sogar meine liebste mittlerweile geworden. Die fand ich echt toll. Ich habe die noch nicht so häufig getragen, aber ich war sehr angenehm überrascht und das wird auf alle Fälle eine Foundation, die ich mit in den Urlaub nehme, weil es halt mit Mineral Foundations gerade im Sommerurlaub auch so wunderbar einfach ist. Ihr habt nicht viel Gewicht, es kann euch nicht auslaufen und ihr könnt sie super gut applizieren. Also ich brauche da nicht großartig das beste Licht und den besten Spiegel für. Aber die hat mir extrem gut gefallen. Was mir auch gut gefallen hat, waren diese Trios. Und zwar ist das hier das Blush-Trio und das Bronzer-Duo. Aber das sind eigentlich mehr Favoriten für diesen Monat, weil ich die in den letzten Tagen sehr, sehr häufig trage. Und ich habe euch ja auch erzählt, dass ich schon mal von Barbour so ein geteiltes Produkt hatte, so ein Turn-Produkt, ein Bronzer, und habe mich gewundert, wo das ist. Es ist nicht in meiner Kiste, wo ich immer so Sachen nochmal zwischenlager, die ich nicht permanent benutze oder die ich einfach nicht weggeben möchte, weil sie teuer waren, weil sie an sich schön waren, aber ich sie nicht benutze. Und jetzt war ich am Wochenende oder nee, in der Woche, ja, bei meiner Mutti, weil sie Geburtstag hatte, und dann stehe ich im Bad und guck so ans Waschbecken und da steht ihre kleine Schminktasche und da guckt oben die Barbour kleine Palette raus und das habe ich meiner Mutti gegeben. Also es hat einen guten Besitzer gefunden, aber die kann sein, dass ich sie euch dann quasi bei den Favoriten für diesen Monat nochmal zeige. Diese beiden, die gefallen mir extrem gut. Ich trage sie auch heute. Ich trage die fast jeden Tag. Aber weil wir gerade bei Bronzer waren, also im Moment trage ich sie fast jeden Tag. Im letzten Monat habe ich als Bronzer mir geholt den Becker Bronzer und zwar ist das der Capri Coast, der Sunlit Bronzer in der Farbe Capri Coast. Den gibt's bei Douglas nicht mehr. Nun hört ja Becker zum Ende des Jahres auch auf und ich weiß nicht, ob das nochmal restocked wird oder nochmal zurückkommt ins Sortiment. Das ist dieser, der hat auch so ein bisschen Schimmer drinne und ich trage den so gerne. Ich trage den auch gerne. Der ist dezent, ich hoffe, das kommt drüber. Wie gesagt, ich kann das hier nicht wirklich sehen, ihr seid zu weit weg.
Den trage ich auch gerne nochmal über dem Barbour Bronzer drüber, weil der halt so einen schönen Glow auch hat. Und der ist ein bisschen auf der rötlichen Seite, aber ihr kriegt davon nicht so einen Orangen-Look oder so, ne? Der wärmt das Gesicht schön auf, der ist trotzdem zart, der lässt sich super verblenden. Ich mag den wirklich sehr und ich habe immer nochmal geguckt, ob ich ein Backup mir bestellen kann. Aber letztendlich, ich habe Unmengen an Bronzer. Bronzer und Foundations sind so die Produkte, von denen ich glaube ich am meisten habe, was dekorative Kosmetik angeht. Und bei Bronzer werde ich auch immer sehr schnell mal schwach. Und ich habe tolle Bronzer, deswegen ich brauche davon nicht wirklich ein Backup. Es wäre unvernünftig. Und ich habe noch nie einen Bronzer wirklich leer gemacht. Deswegen, der wird mir noch lange halten. Und wenn er leer ist, ist er halt leer. Da kommen sicherlich dann auch andere tolle Produkte, die ich gerne mag. Ich mag ja auch von Physicians Formula den Butterbronzer. Und zwar das Original, also nicht den Deep und auch nicht den hellen, sondern den originalen, den es ursprünglich auch den nur als einzige Farbe gab. Ich hatte jetzt neulich, wenn ihr das im Haul gesehen habt, von Physicians Formula diese kleine Face-Palette mit dem Blush-Highlighter und dem Bronzer. Und da schrieb mir jemand von euch auch drunter, dass sie den Highlighter als Highlighter nicht benutzt, weil der haut einen wirklich an, sondern den als Lidschattentopper benutzt, von dem Blush ein bisschen enttäuscht ist. Und dann schrieb ich, ja, leider ist Physicians Formula nicht mehr wirklich so. Ich werde da auch nichts mehr weiter ausprobieren, weil ich in den letzten Malen wirklich enttäuscht war von Physicians Formula. Das ist ja auch so ein Flop, aber ich glaube, der gehört auch in den April mit rein. Das war so gerade die Grenze auf April, Mai von Physicians Formula. Die eine Foundations, jetzt habe ich sie vergessen, ich blende sie euch mal mit ein. Das ist so eine Essence oder irgendwie so eine Liquid Foundation gewesen. Die hat sich mir so stark auf die trockenen Stellen gelegt. Und ich habe danach auch einige, die gibt es in Amerika schon länger, einige Reviews von Amerikanern gesehen, die alle nicht glücklich damit waren. Die betont sehr die Textur und sie fühlte sich beim Swatch auf der Haut toll an, schön smooth und weich, und da habe ich gedacht, das ist was für trockene Häutchen. Überhaupt nicht, die ist so schlimm. Probiert sie nicht aus, die ist das Geld nicht wert. Vielleicht für eine ölige Haut, aber für eine trockene auf alle Fälle nicht. Und da war die Enttäuschung. Und bei dieser Face-Palette habe ich, um da wieder zurückzukommen, habe ich das Gefühl, dass der Bronzer, der da drin ist, das soll ja eigentlich der Murumuru Butterbronzer sein, ich habe das Gefühl, dass der nicht so ist, wie der in der Originalverpackung. Nun haben die Dinger ja auch eine neue Verpackung gekriegt. Ich habe ja noch den ursprünglichen, den habe ich ja schon 2, 3, 4 Jahre. Und ich weiß nicht, ob der nicht vielleicht auch in dieser neuen Verpackung neu formuliert wurde. Weil der Blush, den ich mir geholt hatte in dem Haul, so viel Quatscherei muss jetzt mal sein, ich komme ja sonst nicht dazu, euch so mal aus so Reviews zu geben, der Blush, den ich mir geholt habe, der hat ja auch diese neue Verpackung. Und der war ja im Fingerswatch richtig bäm da. Und die alten Blushes, die ich hatte, ich habe ja mal ein Physicians Formula Full Face gemacht, das ist schon länger her, hier unten oben unterm i verlinke ich euch das nochmal. Und die Blushes ansonsten waren ja eher so mau bis gar nicht sichtbar. Und ich weiß nicht, ob die an der Formulierung was verändert haben. Also wenn der Butterbronzer auch in der originalgroßen Verpackung jetzt genauso ist wie in dieser Face-Palette, dann ist er nicht mehr vergleichbar mit dem Butterbronzer, den ich habe. Ihr könnt mir gerne mal in die Infobox schreiben oder in die Kommentare schreiben, wenn ihr diese neue Verpackung des Butterbronzers habt und nicht damit zufrieden seid, dann schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare, weil ansonsten ist der Butterbronzer, ich habe nie eine schlechte Review über den Butterbronzer gehört. Also dann muss es wirklich eine veränderte Formulierung sein, weil in dieser Face-Palette gefällt er mir überhaupt nicht. Diese Face-Palette ist auch überhaupt keine Kaufempfehlung. Die Produkte, die da drin sind, sind nicht schön. Und Physicians Formula habe ich wirklich nur noch den Butterbronzer und die Healthy Glow heißt die, glaube ich, diese Foundation, die den Pferdefuß hat als Applikator. Und ansonsten war es das für Physicians Formula bei mir. Also da bin ich wirklich raus aus der Nummer und da hole ich mir auch keine Produkte mehr, weil da habe ich wirklich keinen guten Lauf im Moment und dafür ist es mir auch zu teuer, weil Physicians Formula ist nicht preisgünstig. Ich hatte mir zusammen mit der Foundation, die 16 Euro kostet, noch ein Primer geholt, wo ich erst zu Hause realisiert habe, dass der tatsächlich 20 Euro kostet. Nee,
Ich hole mir auch den Bear With Me von NYX, nicht den Marshmallow Primer, weil der mir einfach zu teuer ist. Dafür habe ich preisgünstigere Alternativen, die wirklich gut sind. Und wenn ich mir einen teuren hole, dann hole ich mir vielleicht von Douglas den wieder, den ich im Moment nutze oder so. Und den Bear With Me Jelly Primer, der ist schon cool, aber der kostet auch 15 Euro. Ne? Also weiß ich nicht. Aber diese 20 Euro war es definitiv nicht wert. So. Wie sind wir da hingekommen? Ich glaube, über den Bronzer, ne? Das war so die kleine Review nochmal so zwischendurch, weil damit ihr auch mal noch eine Information habt, wenn ich so ein Haul hatte, wie ich die Produkte fand. Das geht manchmal ja ein bisschen unter. Wie gesagt, dann aus dem Barbour Full Face hat mich auch total überzeugt und ich bin ein bisschen auf der Suche nach Äquivalenten und ich werde nicht wirklich fündig. Der Augenbrauenfiller, Eyebrow Filler Fibers. Das ist ja die Augenbrauenmascara und die hat wirklich so ein bisschen Fasern mit drinne, die die Augenbrauen auffüllen. Und ich brauche da keinen Augenbrauenstift, kein Augenbrauenpuder. Das nehme ich seit diesem Full Face Barbour, mache ich das nicht mehr, sondern gehe einfach nur mit so einer Augenbrauenmascara. Heute trage ich die von Anastasia Beverly Hills, die ich auch wieder entdeckt habe. Aber das ist dann vielleicht eher was für den Mai. Aber ich habe die extrem gerne getragen. Die ist so easy peasy. Ihr seht das in dem Full Face. Auftragen, ausbürsten und ihr habt ein bisschen Verdichtung, ihr habt Farbe mit dabei. So easy peasy. Da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Produkt drin und sie ist ja auch nicht so günstig. Ich habe sie ja mit 50% Preisvorteil gekauft. Aber ich habe da noch kein wirkliches Äquivalent für gefunden, ne? Aber die ist toll. Das ist wirklich eine Empfehlung, wenn ihr sowas sucht, ist die wirklich toll. Jetzt weiß ich nicht, wie die performt, wenn ihr kaum Härchen habt. Ich habe ja nun mal relativ viele Härchen, da muss ich auch nicht so wahnsinnig viel machen, außer aber mal mit einem Zupfen hin und her hinterher sein. Aber die fand ich total toll. Es gab in dem Barbour Full Face aber auch zwei Enttäuschungen. Und zwar einerseits die Mascara, die ich aber weiter testen werde. Vielleicht muss die nur mal ein bisschen antrocknen. Aber die hat so gematscht, das Bürstchen, mit dem bin ich nicht wirklich klargekommen. Ich habe sie auch noch mal hier. Das ist ja so ein geschwungenes Löffelchenbürstchen, Fasern. Sehr dichte Fasern und vielleicht muss die sich einfach nur ein bisschen eintuschen. Ich habe es ja bei der L'Oreal Paradise Ecstatic momentan auch, dass ich die überhaupt nicht mochte und im Moment jetzt, wo ich sie im müden Dutzend habe und permanent benutze und einen kleinen Trick habe, sie zu benutzen, komme ich mit der ja super klar und mag das Ergebnis auch, obwohl ich heute meine Trended Up wieder trage. Aber die hat mich beim ersten Auftrag absolut enttäuscht und ich fand auch, dass und gerade auch für den Preis, ne, das Lidschattenquad von den Farben her eigentlich von der Auswahl sehr schön, weil das so ein kühler Ton ist. Ne, das ist dieses Quad. Aber das habt ihr kaum gesehen auf den Augen. Wenn ihr nun allerdings nicht einen auffälligen Augen-Make-up-Look schminken wollt, dann kann man das damit machen. Aber ganz ehrlich, dann könnt ihr auch zu Catrice oder Essence greifen. Also die bringen da tatsächlich mehr. Da muss man nicht das Geld ausgeben für Barbour. Es ist leider so. Es ist wirklich, das ist eine absolute Kaufempfehlung, weil dafür ist es zu teuer. Es bringt einfach nichts. Und wie gesagt, das kann man auch mit anderen Paletten erreichen und sogar noch besser. Und eine davon ist zum Beispiel von Essence, The Rose Edition. Die habe ich, glaube ich, verwendet in dem Full Face Essence. Da habt ihr auch, das ist auch eine, da gibt es auch noch eine nudige, aber das ist so die, die so ein bisschen auf der kühleren Seite ist, die so bärige Töne hat, die mir besonders gut stehen mit meinen grünen Augen und mit meinem neutralen und kühlen Underton in der Haut. Also ich finde, diese Farben kann ich besonders gut tragen, wenn sie so ein bisschen auf der kühleren Seite sind. Aber es gibt die natürlich auch als Nude-Palette mit etwas dunkleren Farben und die haben eine tolle Farbabgabe. Die sind toll pigmentiert, die lassen sich super verblenden und das ist eine Empfehlung. Das kostet ein paar Euro, also im Vergleich zu der Barbour ist das also absolut top. Qualität, ne? Also da muss es ist. Ich finde, bei Lidschatten hat die Drogerie echt gut aufgeholt. Auch diese Five in a Box von Catrice sind eine Empfehlung, sind eine Bank.
Ich bin natürlich ein Liebhaber der Natasha Denona Lidschatten und ich habe auch so noch ein paar tolle, die Anastasia Beverly Hills Lidschatten. Aber wenn man, nicht jeder hat das Geld dafür übrig und nicht jeder möchte das auch investieren in Kosmetik, da ist das wirklich eine Alternative, die man da gut benutzen kann und die ich auch guten Gewissens empfehlen kann. Es muss ja nicht immer das wahnsinnig teure sein. Ja, also da hat man ja manchmal auch ein bisschen Spleen, ne? Und ja, zu meinen großen Paletten, die stehen ja hier, ich gucke gerade an euch vorbei, weil sie hinter euch im Schrank stehen. Ich greife da gar nicht so häufig zu. Im Moment greife ich sehr häufig zu Monolidschatten. Das ist dann wahrscheinlich was für ein Mai, was ich euch zeigen kann, so Monolidschatten oder aber zu kleinen Paletten. Heute habe ich eine Elf-Palette zum Beispiel drauf, die auch absolut eine Alternative zu dieser Barbour-Palette wäre. Also insofern absolut keine Empfehlung von Barbour. Beim Lippenstift habe ich so einen All-Time-Favorite und der ist auch schon ein bisschen, also die Hälfte habe ich in etwa aufgebraucht. Das ist wirklich ein Lippenstift, wenn ich nicht weiß, welchen ich nehmen soll, nehme ich den. Und zwar ist das von Urban Decay, der Cream-Lippenstift in Ravenswood. Ich liebe den. Also das, wenn ihr mir länger folgt, wisst ihr, da greife ich, wenn ich so gar nicht weiß, wohin ich greifen soll, greife ich zu Ravenswood. Ich trage ihn heute nicht, weil er in meiner Kosmetiktasche noch war. Aber das ist einfach so eine tolle Farbe. Ist so ein bisschen ein kühler Rosenholzton, der trotzdem einen Pink-Einschlag hat. Also das ist eine Farbe, die ich extrem gerne trage und auch gut tragen kann. Das ist eine absolute Empfehlung. Das ist einer meiner liebsten Lippenstifte und auch einer meiner am häufigst genutzten Lippenstifte. Und dann habe ich noch, da hatte ich euch ja neulich schon mal gesagt, schaut unbedingt mal rein. Ich hatte ja im letzten Monatsfavoritenvideo diese Pinsel, die Puderpinsel von Beauty Planet, die ich bei Butnikowski gefunden habe. Das ist Rouge- und Bronzergröße, wie ich sie benutze. Ich habe mir hier auch Rouge draufgeschrieben, damit ich nicht die beiden immer durcheinander haue, weil die ich seitdem permanent benutze. Und es gab auch noch einen größeren Puderpinsel. Für den größeren Puderpinsel habe ich kein Äquivalent gefunden, aber hierfür, und zwar neulich, ich stöber ja gerne mal bei Amazon. Und da kam mir diese Verpackung, die Form der Verpackung ist genauso wie diese, die sah nur aus wie so Bambu. Wenn ihr die letzten Monatsfavoriten seht, habe ich euch die Verpackung auch reingehalten. Und das ist von Parsa. Und Parsa ist auch der Hersteller, das habe ich aber erst im Nachhinein rausgefunden, weil ich bin nicht so häufig bei Butni, sondern ist auch der Hersteller, der die Butni-Pinsel herstellt. Und ich bin drüber gestolpert, dass ich gesagt habe, guck mal, der sieht doch genauso aus. Haargenau das gleiche, nur dass hier Beauty Planet draufsteht und hier Parsa. Es ist sogar auch Bambus im Stiel und es ist sogar auch eingebrannt, genauso wie hier Beauty Planet. Und dann habe ich gesehen, wie gesagt, Butni hat auch Parsa-Pinsel, das heißt, es ist eine Suppe. Den findet ihr, also wenn ihr keinen Butni in der Nähe habt, könnt ihr dabei bei Amazon gucken. Die kosten 5,49. Ich glaube, bei Butni kosten sie 4,99 und der große kostet 5,99. Aber so viel teurer ist das auch nicht. Das verlinke ich euch gerne in Infobox, weil ich liebe diese Pinsel. Ich benutze im Moment keine anderen mehr für meine Puderprodukte. Ne? Wie gesagt, ich habe den in Rouge und einen Bronzer. Das habe ich mir extra so beschriftet, dass ich sie nicht durcheinander haue. Und auch den Puderpinsel benutze ich nur den. Ich habe noch einen, wenn ich dann nochmal so ein Finish-Puder drüber gebe. Der ist auch sehr weich, der ist auch neu. Und hin und wieder mal, wenn ich meinen Blush Couture, meinen anderen Blush nutze, einen anderen Blushpinsel. Aber ansonsten sind das meine Pinsel, wie ich sie seit 8 Wochen dauerhaft benutze. Und dann habt ihr ja in einem aufgebraucht und auch in einem Flop-Video gesehen von It Cosmetics, der Heavenly Luxe Number 7, den alle so wahnsinnig hypen, der so aussieht. Und ich kann sie beide jetzt nicht miteinander vergleichen, weil ich meinen nämlich schon weggeschmissen habe und den neuen, den ich hatte, retourniert habe. Aber Leute, das ist eine Suppe. Und soll ich euch mal sagen, wie viel ich für den bezahlt habe? Also der Heavenly Lux kostet, glaube ich, der It Cosmetic Pinsel kostet, glaube ich, 39 Euro. 29 oder 39, lasst mich lügen. Und der kostet, ich habe bezahlt 3,99. Ich musste ein bisschen länger auf ihn warten, weil er aus China kam. Im Moment kostet er 2,99. Und er ist der Hammer. Und jetzt kann man natürlich eine Diskussion losbrechen und sagen, die Chinesen machen alles nach.
Aber wer sagt uns, dass das ein nachgemachtes Produkt ist? Und wer sagt uns nicht, dass das das Original ist? Und ist Cosmetics ein Schelm, der Böses dabei denkt, sich das einfach nur hier drauf drucken lässt? Weil machen wir uns nichts vor, das ist wie in der Modeindustrie. Ob ihr jetzt teure Mode kauft oder günstige Mode, die teure ist qualitativ auch nicht immer super gut und es heißt auch nicht, wenn ihr teure Mode kauft, dass die unter besseren sozialen Bedingungen hergestellt ist. Manchmal ist einfach nur die Gewinncharge da drauf ein bisschen größer. Über Qualität, okay, ich will jetzt nicht Kick mit Chanel vergleichen, das will ich nicht vergleichen. Aber ich glaube, gerade die Mode und auch die Kosmetikindustrie ist das, was die Herstellung angeht und was die Gewinncharge angeht, da drauf, eine Herde schwarzer Schafe, bei der die weißen Schafe die Ausnahme sind. Ich glaube, man kann da nicht davon sprechen, das ist das schwarze Schaf der Branche, sondern ich glaube, da sind wirklich die weißen Schafe die Ausnahme. Und wer sagt uns denn nicht, dass It Cosmetics genau bei diesem Hersteller produzieren lässt, nur sein Logo da drauf presst? Und weil, wie gesagt, ich bin so enttäuscht von diesem Pinsel gewesen, dass der so das Haaren gekriegt hat nach nur ein paar Mal waschen, wenn der so viel Geld kostet. Da bin ich echt enttäuscht gewesen und dann nutze ich doch lieber den. Und wenn der nach 10 Wäschen die Haare fallen lässt, dann tut mir das nicht so weh, weil ich dann nur 3,99 dafür bezahlt habe und nicht 29,99 dafür bezahlt habe. Ne? Also ich hoffe, ihr versteht, wo ich hin will. Ne? Schaut's euch mal an. So viel dazu. So, und ich glaube, damit sind wir durch, was so diese Produkte angeht. Jetzt kommen wir noch so ein bisschen zu dem Drumherum, was sonst noch war. Und zwar habe ich ja beim letzten Mal auch schon euch erzählt, Hörbücher, die ich gehört habe. Und ich finde, das ist immer so ganz nett, da mal Empfehlungen zu haben. Ich habe jetzt gerade aktuell ein Hörbuch beendet, was ich euch einfach jetzt schon mal mit empfehlen will. Das wird auf alle Fälle im nächsten Monat nochmal landen, weil das so lustig war. Katrin, falls du das hier siehst, Schwester im Herzen, sei ganz herzlich gegrüßt und gedrückt. Jetzt habe ich mal eine Empfehlung für dich. Wenn man ein Lächeln braucht, einfach mal was Lustiges hören möchte. Es kommt nämlich auch gleich noch eine Empfehlung, die ich von Katrin habe. Dann hört euch mal an, der Pfau. Geht 5 Stunden, glaube ich, ein bisschen über 5 Stunden. Habe ich mir auch aufgeschrieben, von wem das ist? Nee. Der Pfau, gelesen von Christoph Maria Herbst. Und ich glaube, wenn man Christoph Maria Herbst mag und kennt, dann weiß man, dass das auch so ein bisschen schelmisch ist. Spielt in den schottischen Highlands. Und zwar sind das ein Lord und ich will nicht so viel vorne wegnehmen, aber es geht um einen Lord und eine Lady, die ein bisschen verarmter Landadel sind und ihre Cottages beziehungsweise das alte Waschhaus und das Haus und so Wirtschaftsgebäude umgerüstet haben in Ferienwohnungen, die sie jetzt vermieten. Und in diesen Ferienwohnungen ist auch nicht immer alles ganz toll und sie haben auch ein größeres Anwesen, da laufen Gänse rum, da laufen Hunde rum und Pfauen und auch dieser eine Pfau. Und dieser eine Pfau hat so einen kleinen Tick entwickelt und jedenfalls vermieten die ihre Cottages oder ihre Häuserchen da und dann mietet sich da eine Firmengruppe, ein Team, also aus einer Bank, glaube ich, zu einer Teambuilding-Maßnahme, zu einem Teambuilding-Wochenende dort ein. Und was die erleben im Zusammenhang auch mit diesem Pfau, das ist einfach nur, Christoph Maria Herbst erzählt das, liest das auch mit so einem schelmischen, das ist einfach witzig. Und es war so seichte Kost, aber ich musste so viel schmunzeln und lachen. Ich mag auch sehr den Charakter des Hundes. Es wird auch aus der Sicht des Hundes, der da noch mit dabei ist, ein bisschen was erzählt. Und ich finde es einfach nur süß. Und wenn euch sowas interessiert und ihr sowas auch mal braucht, dann hört euch das auf alle Fälle an. Ich werde euch das im nächsten Monat auf alle Fälle auch empfehlen, weil ich es nämlich jetzt erst gehört habe im Mai. Und da habe ich so einen schönen Spruch aus meinem Sprüchekalender, den ich aus meinem Team bekommen habe, von jemandem aus meinem Team, nicht vom Team, sondern von jemandem aus meinem Team. Liebe Grüße auch an Carina an dieser Stelle, falls sie zuhört.
oder zuschaut, jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. Es ist ein Spruch von Charlie Chaplin und der hat mich auch durch den April begleitet. Ich habe ja so ein bisschen Tiefphasen Anfang des Jahres gehabt und auch im April motivationstief, pandemüde, so eine depressive Phase, wie ich sie hin und wieder auch mal habe, aus der ich mich jetzt aber ganz gut rausgestrampelt bekommen habe. Und ja, das ist so wichtig, dass wir lächeln. Und wenn uns das Lächeln schwerfällt, dann ist es vielleicht ganz gut, mal so ein Hörbuch zu hören, was einem das Lächeln ins Gesicht zaubert, was einen schmunzeln lässt oder aber auch einfach nur mal so eine Clownsnase aufsetzen und in den Spiegel gucken und dann lächelt man schon automatisch. Beim Lächeln sind wir bei der Empfehlung, die ich von Katrin habe. Und zwar hat Katrin, wir haben neulich mal wieder recht lange telefoniert, und hat gesagt, guck dir unbedingt auf Amazon Prime LOL an, also LOL. Und zwar ist das eine Staffel, wir haben die an einem Abend durchgesuchtet. Ein Teil geht immer so um die 30 Minuten. Entschuldigt, jetzt muss ich husten. Ich muss gleich was trinken. Wir sind auch gleich durch. LOL, wer lacht, der fliegt. Und das geht, sind 6 Folgen, glaube ich, und immer eine halbe Stunde. Und wir haben die an einem Abend durchgesuchtet. Das ist eine ganze Staffel. Die gibt es auch aus anderen Ländern. Also das ist keine deutsche Empfehlung. Gastgeber ist Bully Herbig. Und der lädt sich 10 Comedians ein. Bekannte Gesichter. Mirko Nonchef ist dabei. Anke Engelke. Noch einer von wie heißt er denn jetzt? Von Samstagnacht. Ach, nicht der Hamburger, der andere. Wiegald Boning. Barbara Schöneberger ist dabei. Streter ist dabei. Ja, er lädt sich jedenfalls 10 Comedians. Ich kannte nur einen davon nicht. 10 Comedians eingeladen, die verbringen, werden 6 Stunden in einen Raum gesteckt und verbringen die Zeit miteinander. Und wer lacht, der fliegt. Das ist wirklich Programm. Man hat 2 Chancen, also 2 Leben. Man wird beim ersten Lachen wird man verwarnt, beim zweiten muss man den Salon verlassen. Und es ist so witzig. Es sind gar nicht die Jokes, die da gemacht werden. Es sind manchmal die Situationen und es ist auch als Zuschauer so schwer, ernst zu bleiben. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, es tut so gut zu lachen, weil das schüttet Hormone aus. Und zu sehen, wie die Leute sich das Lachen verkneifen müssen, wo man sagt, das sind ja Profis, aber was sie alles tun, welche Leiden sie erleiden, welche Schmerzen sie leiden, nur damit sie nicht lachen, herrlich. Wenn ihr Lust habt, schaut euch das an. Also ich habe jetzt vorhin gerade nochmal gesehen, als ich recherchiert habe, es gibt noch eine andere deutschsprachige, wahrscheinlich ist das Österreich oder so, aber die Comedians kannte ich nicht. Also LOL, ich mag dieses LOL überhaupt nicht, wer lacht, der fliegt, mit Bully Herbig, schaut mal auf Amazon Prime. Ist ein Amazon Prime Original und kostet nichts. Also wenn ihr Prime-Mitglieder seid, kostet das nichts weiter. Und dann habe ich noch 2 Hörbücher, ein schlechtes und ein gutes. Ich denke mal, ich fange mal mit dem schlechten an. Ich höre relativ viel Charlotte Link. Habe schon einige Hörbücher von ihr gehört, mal gut, mal schlecht. Das ist jetzt mal wieder ein schlechtes. Und das Problem ist, ich habe gedacht, es wäre eine Neuerscheinung, weil es 2021 auf Audible erschienen ist. Ich höre ja über Audible meine Hörbücher. Und es ist aber schon 20 Jahre alt. Man sollte vielleicht auch dann noch mal ein paar Kommentare dazu lesen. Ne? Da steht das dann auch drinne. Und ja, das merkt man dem auch an, dass es nicht zu ihren aktuellen Werken gehört, dass es mehr so aus so Anfangswerke sind, weil die Geschichte an sich ist relativ schnell, also das Hörbuch heißt Der Verehrer, das habe ich glaube ich noch nicht gesagt, von Charlotte Link und gelesen von Tessa Mittelstedt. Und der Protagonist, der diesem Hörbuch diesem Buch den Titel verliehen hat, den habe ich erkannt bei seinem ersten Auftritt. Und in dem Buch, bei seiner ersten Szene, habe ich gedacht, na, der wird's wohl sein. Also das war für mich sehr schnell vorhersehbar. Und ja, die Geschichte dahinter hat sich noch ein bisschen
zurechtgesponnen, aber es wird auch für den, der es jetzt nicht im ersten Moment erkennt, dass er derjenige ist. Und bei der Verehrer kann man schon relativ schnell erahnen, auch bei dem Buchtitel, in welche Richtung das geht. Und das nimmt so die Spannung aus dem Buch. Ich habe das durchgehört, weil ich dachte, vielleicht kommt ja doch noch mal ein Kracher-Moment. Vielleicht wendet es sich dann tatsächlich doch noch mal. Und es ist doch jemand ganz anderes. Es wird dann nachher auch noch mal im letzten Drittel des Buches wird auch noch mal eine zusätzliche Person eingeführt, wo man dann denken könnte, schlägt sie jetzt einen Haken und es ist doch ein anderer, aber dann wäre es sehr schlecht gemacht. Keine Empfehlung. Nee. Nee. Das fand ich wirklich nicht gut. Die Rezensionen und Kritiken halten sich da auch wirklich sehr zurück. Das hätte ich vielleicht vorher lesen sollen. Dann habe ich aber ein Hörbuch noch gehört und das ist, da muss ich euch auch den Klappentext zu vorlesen. Da bin ich draufgekommen, jetzt der Pfau, den habe ich über Booktuber als Empfehlung gehört. Dadurch bin ich auf den gekommen. Und das Hörbuch, was ich gehört habe, das war das erste im letzten Monat, war Stay Away from Gretchen. Auch wirklich so gesprochen, also bleib fern von Gretchen. Und da möchte ich euch ganz kurz nochmal den Klappentext zu vorlesen, weil das kann ich nicht besser zusammenfassen und ich möchte auch nicht spoilern. Und das ist halt das, was man da jetzt auch ohne wirklich, also das ist das, wenn ihr das Buch euch anguckt, ist das, was da auch vom Verlag her schon verraten wird. Und deswegen bilde ich mir einen, spoiler ich da nicht. Ist ein bisschen auch auf zwei Zeitebenen erzählt. Ist erzählt einerseits in Ostpreußen, weil Gretchen stammt aus Ostpreußen, gehört zu den Vertriebenen, den Kriegsvertriebenen, war damals noch Kind und dann hat sie es verschlagen in die Ecke von Heidelberg. Und in der heutigen Zeit spielt es zwischen Frankfurt und Heidelberg und in der vorhergehenden Zeit spielt es auch in Heidelberg, aber es beginnt in Ostpreußen. Und geschrieben ist das Buch von Susanne Abel und gelesen von Vera Tells. Sehr angenehm auch gesprochen. Eine große Liebe in dunklen Zeiten. Eine junge Frau, ein afroamerikanischer GI und das Geheimnis einer verbotenen Liebe. Der bekannte Kölner Nachrichtenmoderator Tom Monderath macht sich Sorgen um seine 84-jährige Mutter Greta, die immer mehr vergisst. Was anfangs ärgerlich für sein scheinbar so perfektes Leben ist, wird unerwartet zu einem Geschenk. Nach und nach erzählt Greta aus ihrem Leben, von ihrer Kindheit in Ostpreußen, der Flucht vor den russischen Soldaten im eisigen Winter, der Sehnsucht nach dem verschollenen Vater und ihren Erfolgen auf dem Schwarzmarkt in Heidelberg. Als Tom jedoch auf das Foto eines kleinen Mädchens mit dunkler Haut stößt, verstummt Greta. Zum ersten Mal beginnt Tom, sich eingehender mit der Vergangenheit seiner Mutter zu befassen. Nicht nur, um endlich ihre Traurigkeit zu verstehen, es geht auch um sein eigenes Glück. Und das ist ein Hörbuch, was mich sehr mitgenommen hat. Das ist ein Teil unserer Geschichte ja auch. Und es spielt halt ein afroamerikanischer GI auch eine Rolle, deswegen Stay Away from Gretchen. Wir hatten ja bei uns, da wo ich herstamme, die Russen stationiert, aber da unten Heidelberger Raum waren es halt die Amerikaner. Und es sind so die Kriegsjahre, Gretas Kindheit erzählt und auch ihre Zeit der Verehrung für Hitler. Ne, wie halt Kinder damals auch groß geworden sind in dem System, die das nicht hinterfragt haben und natürlich mit diesen ganzen Schwierigkeiten, auch mit der Flucht, als Kind das zu begreifen. Und es kam ja vor Jahren mal dieser Mehrteiler Unsere Väter, unsere Mütter raus im Fernsehen. Und daraufhin haben ja viele gesagt, oder viele, die Kinder von Kriegssoldaten sind, dass sie jetzt erst verstehen, ihre Eltern oder beginnen die Denkweise oder ihre Eltern zu verstehen, warum die so sind, wie sie sind, was die durchgemacht haben, weil viele dieser
Kriegserfahrung nicht weitergetragen werden, weil sie einfach so einschneidend sind, so traumatisierend sind, sowohl für die Männer als auch für die Frauen, die hier geblieben sind, die Vertriebenen, für die Fluchtproblematik. Elsbeth, meine Uroma, stammt auch aus Ostpreußen, ist aber nicht in den Kriegswirren dort weggegangen, sondern schon als junges Mädchen dann in Anstellung in Mecklenburg in der Nähmaschinenfabrik. Aber Svens Großeltern zum Beispiel stammen aus Ostpreußen, sind und in der Kriegszeit vertrieben worden und sind dann hier in der Hamburger Gegend gelandet. Und Svens Vater ist auch in der Flüchtlingsunterkunft damals in diesen Baracken auch geboren. Deswegen ist das auch ein Teil der Geschichte meines Mannes. Und das wird sehr eindrucksvoll geschrieben, wie sie als Mädchen das, als Kind das erlebt und auch die Flucht erlebt und die ersten Jahre hier in Deutschland. Und dann kommt halt, so viel verrät der Klappentext ja, dieser afroamerikanische GI in ihr Leben. Und das erfährt halt ihr Sohn so nach und nach und beschäftigt sich mit seiner Mutter und lernt dann auch, sie zu verstehen und zu begreifen. Und dieses Buch ist in vielen Teilen sehr emotional mitreißend. Also ich habe das ja sehr viel auf meinen Wanderschaften, also immer wenn ich meine Runde gedreht habe, habe ich ja sehr viel Hörbuch gehört. Und ich weiß noch, dass es eine Stelle gab in dem Buch, wo ich im Park war, im Hammerpark, und es mir einfach die Tränen in die Augen getrieben hat. Und das habe ich äußerst selten bei Büchern. Es gibt Bücher, da wird auch in diesem Monat dann nochmal eine Empfehlung kommen, weil das Buch kenne ich schon, das höre ich jetzt gerade nochmal. Ich habe es aber schon gelesen, wo ich damals extrem viel auch geweint habe. Und dieses Buch ist wirklich emotional auch erfassend und es ist sehr emotional erzählt und ja, es gibt dann schon ein oder zwei Wendungen auch in dem Buch. Ach ja. Und ein Buch endet manchmal auch und man sagt, es ist gut so, wie es ist, auch wenn es kein Happy End ist. Ne? Also lasst euch überraschen, ob es für euch ein Happy End gibt, ob es für euch ein Happy End ist oder wie ihr es seht. Aber das ist wirklich ein Buch, was ich wirklich empfehlen kann. Es hat sich sehr flüssig gehört, es war mitreißend, es hat keine unnötigen Längen gehabt. Es war teilweise auch amüsant und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist wirklich eine Empfehlung für ein bisschen tiefgründigeres. Und wenn ihr was zum Lächeln haben wollt, dann hört euch den V an. Das ist wirklich ein total tolles Buch. Und ja, der Spruch, den ich euch mit auf den Weg gebe, ist halt: jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. Und das waren meine Monatsfavoriten für den April. Yay, ich hab's geschafft. Ich muss mich schon bald wieder um die für den Mai kümmern. Und wir erreichen wahrscheinlich an diesem Wochenende schon die 2000 Abonnenten-Marke. Ich bin total geplättet. In den letzten Tagen, als ich am Donnerstag in meiner alten Heimat aufgewacht bin, habe ich gedacht, ich traue meinen Augen nicht, weil die Abonnentenzahlen in den letzten Tagen extrem stark gestiegen sind hier auf dem Kanal, was mich total glücklich macht. Ich habe neulich in einem der letzten Videos noch gesagt, wenn wir die 2000 erreichen, irgendwann mal, dann gibt es die nächste Verlosung, aber bis dahin braucht es noch ein bisschen Zeit. Nee, ich glaube, wir sind da schon ganz dicht dran und es kann sein, dass wir dieses Wochenende schon die 2000 Abonnenten knacken. Das kommt schneller, als ich es erwartet hatte, und ich danke euch vielmals für das Vertrauen und für die Abonnenten oder für das Abonnement, was ihr hier gelassen habt. Und ich hoffe, ich kann euch auch weiterhin gut unterhalten und wir werden hier noch viel, viel mehr. Und es freut mich extrem, dass das so gestiegen ist, und ich glaube, es hängt ein bisschen mit dem Try-on-Haul zusammen. Und auch da nochmal vielen lieben Dank für das Feedback. Das hat mich wirklich umgehauen und ja, das ja war ein gutes Gefühl und es hat mir Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich darüber, dass da gerade so ein Push drin ist in den Abonnentenzahlen. Hoffe natürlich, dass das auch bleibt und dass das nicht nur mit der angekündigten Verlosung zusammenhängt. Und ja, lasst uns hier einfach Spaß haben. Im Moment kriege ich immer mal wieder, aber das mache ich demnächst mal in einem Schminkschnack, so Kommentare, die eigentlich überflüssig sind. Die betreffen keine aktuellen Kommentare oder aktuellen Videos, sondern ältere. Das mache ich demnächst mal in einem Schminkschnack. Vielleicht mache ich es auch in dem Verlosungs, dass wir da einen Schminkschnack draus machen. Und dann quatsche ich dazu einfach nochmal ein bisschen. An dieser Stelle soll es für die Monatsfavoriten gewesen sein. Ich werde das Video jetzt noch schneiden, hoffe, dass ich es heute noch online kriege, heute am Samstag. Ansonsten seht ihr es am Sonntag, aber dann haben wir schon mal in den Monatsfavoriten in diesem Monat wieder den Haken dran. Und dann schauen wir mal, was wir nächste Woche so machen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und einen schönen Restwochenende.
was auch immer. Und bleib gesund und bis bald auf diesem Kanal. Macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss. Lisbeth, hast du auch tschüss gesagt? Ja, ne? Tschüss.